Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Prognose von FIFA 12 zur Champions League. Real Madrid gegen den FC Bayern München. Warum ich lache, dafür erstmal jetzt schon mal Entschuldigung. Aber ich bin hier nicht alleine heute mal in meiner Aufnahmesession, denn ich habe hier noch Shatos und Zero Light. Die machen eigentlich ein LPT Minecraft zusammen und wollten sich das hier gerne mal angucken, was ich hier so veranstalte. Ja, und vielleicht wollen sie auch was zur Halbzeit mal sagen. Aber jetzt erstmal hier sehen wir die beiden Mannschaften, Bayern München und Real Madrid. Real Madrid könnte rausfliegen, wenn sie nicht gewinnen. Bayern München reicht ein Unentschieden, um in die nächste Runde einzuziehen. Die Aufstellung beider Mannschaften übernommen von kicker.de. Ja. Hier nochmal die Aufstellung in Kurzübersicht. Und so viel war's von mir. Wir sehen uns dann gleich im Spiel wieder, wenn die Startaufstellung von Bayern München gezeigt wurde. Und los geht's mit den ersten 45 Minuten Real Madrid gegen den FC Bayern München. Ja, Real Madrid muss punkten. Bayern reicht ein Unentschieden. Madrid jetzt im Ballbesitz. Özil hat den Ball. Pass zu Fabio Contaro, jetzt Xabi Alonso und dann ist Benzema, Benzema gegen Bartschuber, Benzema, Benzema, den Ball noch durch, aber die Verteidigung der Bayern blockt den ersten Angriff der Weißen aus Madrid nach gut 4 Minuten. Bayern jetzt im Ballbesitz, Robben passt zu Ribéry, Ribéry jetzt den Ballbesitz, muss aber gleich gegen mehrere Madrider ran. Schweinsteiger jetzt auf den Flügel, Schweinsteiger immer noch im Ballbesitz, Pass zu Ribéry, Ribéry auf Robben. Robben. Und wieder Ribéry. Schweinsteiger. Robben schießt und ganz knapp am Tor vorbei. Cassie ist jetzt also nach fast 7 Minuten mit dem Abstoß. Mit einem kurzen Pass zu Pepe. Der Pass zu Xabi Alonso, Khedira. Und der leitet ihn jetzt an Di Maria weiter. Xabi Alonso. Entschuldigung. Aber die Reaktion hat eben hier. Khedira. Cristiano Ronaldo jetzt auf Abello. Jetzt wieder Cristiano Ronaldo gegen Bartschuber auf dem Flügel. Cristiano Ronaldo wartet. Er wartet wahrscheinlich auf Weihnachten, aber wir wissen es nicht. Jetzt die Maria kriegt den Ball nicht. Aber jetzt Bayern. Robben gegen Özil. Groß. Schweinsteiger. Ribéry gegen Arbeloa auf dem Flügel. Immer noch Ribéry im Ballbesitz. Jetzt Alaba. Gustavo. Robben. Und wird am Schuss gehindert. Ronaldo jetzt mit dem Pass auf Di Maria. Di Maria auf Özil. Özil jetzt auf Contaro. Und der jetzt auf Xabi Alonso, der mit dem Pass zu Özil, und down ist Benzema gegen Bahnstuber, Benzema passt zu Özil, 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 Özil flankt, aber die Verteidigung der Bayern kommt mal wieder kurz davor. Aber allerdings war da was, es gibt Freistoß für Madrid. Cristiano Ronaldo wird aus einer guten spielerischen Position auszuführen. Er schießt aber direkt in die Hände von Manuel Neuer. Nach 18 Minuten ist das Spiel immer noch ausgeglichen. Zwar hat mehr Madrid den Ball im Besitz und auch größere Chancen, aber auch Bayern profitiert von dem ein oder anderen Ballverlust. Der weiß. Ribéry jetzt auf Schweinsteiger und der passt zu Groß. Groß auf Robben. Lahm. Robben. Lahm jetzt gegen Özil, jetzt auf Robben. Gustavo und der wieder zurück zu Kroos gegen Sergio Ramos auf dem Flügel. Toni Kroos, Kroos, Pass zurück zu Lahm, Lahm, der konnte flanken oder passen. Pass zu Kroos, der zu Gomez am Pfosten. 24 Minuten, die Bayern mit einer großen Angriffschance und den Einwurf auch hinterher. Lahm auf Gustavo, der jetzt zu Schweinsteiger, Schweinsteiger auf Kroos. Gomez gegen Pepe und verliert den Ball. Pepe. Ronaldo. Di Maria gegen Bartschuber. Di Maria verliert den Ball
Marie, tut mir mehrfach Sache, aber es ist einfach, ja, halt eben, da sind diesmal meine Gäste schuld. Ja, Ribéry jetzt auf Gomez. Gomez hat den Ball, der passt zu Schweinsteiger. Schweinsteiger jetzt auf Alaba. Alaba gegen die Maria oder gegen Cristiano Ronaldo. Alaba jetzt, und jetzt kriegt wieder die Madrider Verteidigung den Ball. Bibi jetzt, Pass zu Xabi Alonso. Xabi Alonso auf Khedira. Khedira jetzt zu Özil. Özil jetzt oben auf die Flügel zu Fabio Contaro. Contaro jetzt gegen Lahm. Oder zurück zu Özil. Zu Özil. Özil jetzt gegen Lahm auf den Flügel. Özil passt zurück zu Sergio Ramos. Sergio Ramos jetzt auf Flügel. Wieder zurück zu Sergio Ramos. Khedira, Khedira jetzt vorne nach Özil. Özil jetzt gegen alle Mann der Bayern-Verteidigung. Und jetzt auch die Maria Ball besitzt jetzt Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo auf Benzema. Benzema jetzt immer noch Ball besitzt. Benzema schießt. Der dauert noch viel zu lange, bis Benzema mal zum Schuss kommt. Madrid allerdings wieder im Ballbesitz. Pepe jetzt auf Contendaro, Sergio Ramos jetzt auf Fabio Alonso, und der hat den Ballbesitz und passt auf Cristiano Ronaldo. Der jetzt gegen auf den Flügel gegen Alaba. Pass zu Benzema. Benzema gegen Bartstuber. Und wieder zurück zu Cristiano Ronaldo, der jetzt am Flügel wieder bedrängt zurück zu Benzema passt. Der auf Khedira jetzt passt, der zu Xabi Alonso passt. Und jetzt Sergio Ramos wieder Xabi Alonso. Khedira. Vielleicht mal eine Idee der Madrider, wäre nicht schlecht. Özil gegen Lahm. Fast 40 Minuten sind um, besteht 0:0. Die Bayern blocken gut, denn für sie reicht dieses 0:0. Mit einer Gesamtstatistik dann von 2:1, um ins Finale, das daheim bei ihnen stattfinden wird, dahin halt eben zu kommen. Lahm jetzt mit einem langen Pass auf Robben. Robben und dazu Kroos. Kroos gegen Sergio Ramos auf dem Flügel. Kroos immer noch im Ballbesitz. Kroos wird dabei, der förmlich umgenietet, kriegt aber den Ball noch. Benzema jetzt auf Di Maria. Di Maria passt, aber Gustavo kommt dahin. Der Pass hätte schneller früher kommen müssen. Toni Kroos jetzt auf Philipp Lahm. Philipp Lahm jetzt könnte Pass zu Arjen Robben. Das macht er auch, aber Contaro kommt natürlich wieder früher ran. Und natürlich Madrid wieder beim Sitz. Özil auf Khedira. Khedira jetzt zurück zu Özil, der gegen Lahm. Gleiches Halbzeit in genau einer Minute steht 0:0. Madrid mit der besseren Chance aus meiner Sicht halt eben her. Es ist jetzt gleich Halbzeit, 45 Minuten ist angebrochen. Xabi Alonso hat den Ballbesitz, passt nach vorne ganz lang zu Özil, der kommt vor Boateng dran. Özil natürlich tut aber den Ball ins Auspassen, wird es noch was geben. Nee, das war's, es ist Halbzeit, es steht 0:0 zwischen Real Madrid und Bayern München. Wir sehen uns dann gleich wieder in der zweiten Halbzeit. Es seien, meine Gäste wollen noch was dazu sagen. Es wird nicht so sein, wir sehen uns dann gleich. Es geht weiter mit der zweiten Hälfte, es gibt eine Auswechslung, die Maria musste vom Platz runtergehen und Kaka kommt rein. Ja, nochmal Entschuldigung fürs Lachen, aber meine Kollegen lachen sich über den Namen der Madrider Spieler lustig und deswegen tut es mir leid, falls sie hier das Lachen hört. Es tut mir nochmal leid hier an der Stelle. Sie findet halt eben die Nachnamen der Madrider lustig und Bayern jetzt im Ballbesitz. Luis Gustavo jetzt auf Arjen Robben und Name Philipp Lahm. Philipp Lahm, der Pass zu Robben, der zu Kroos. Kroos schießt, geht aber in die Menge der Madrider Verteidigung unter. Kaka jetzt auf Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo jetzt gegen Alaba. Leute, bisher macht mir die Aufnahme nicht gerade leicht. Falls ihr das gehört habt, das war einer meiner Kollegen hier. Özil jetzt auf Benzema. Benzema jetzt gegen, ja, mit dem Pass zu Contaro, der gegen Lahm immer noch da ist. Özil. Xabi Alonso. Benzema schießt daneben. 53. Minute, Madrid wieder mit der ersten Chance. Und ja, die Verteidigung der Bayern sah da schlecht aus. Na, jetzt mit weiten Abschluss nach vorne. Da ist Gomez. Da ist aber auch wieder die Verteidigung der Madrider. Und Xabi Alonso, pass auf, Mesut Özil. Özil jetzt auf Kaka. Kaka auf Cristiano Ronaldo. Gegen Alaba. Khedira. Kaka. Özil. Und wieder Kaka. Khedira. Und jetzt Contaro und er ist gut durch. Es gibt nochmal Einwurf für Madrid. Xabi Alonso, Özil.
und Quintaro gegen Robin. Xabi Alonso. Özil. Flagg, Benzema köpft ins Aus. Abstoß für Bayern. 58. Minute. Fast 59. Minute. Es ist ausgewogen, es ist spannend. Madrid fehlt das Tor. Und die Bayern, die haben einfach Glück. Xabi Alonso jetzt auf Özil. Özil, Kaka. Cristiano Ronaldo. Gegen Alaba. Und Alaba stellt sich einfach Ronaldo im Weg und kreist Kaka und Kaka rennt und Kaka schießt und neu hält. Nochmal. Kaka rennt nach vorne, schießt und Neuer pariert ihn gerade so. Xabi Alonso jetzt mit Ecke in der 62. Minute und er führt ihn aus und vorne. Sergio Ramos, der köpft und Neuer kriegt den Ball. Neuer wartet geduldig, macht einen weiten Abstoß. Vorne ist Gomez, da ist aber wieder Cristiano Ronaldo und Madrid hat den Ball. Jetzt mehr verstärkt Madrid im Ball. Kaka jetzt wieder mit langen Pass auf Pepe. Pepe hat eigentlich vorne schon nichts zu tun, der ist eigentlich ein Verteidiger. Pepe, 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 immer Pepe, jetzt Kaka. Und jetzt mal Özil, der Ball dauert, hatte einen langen Weg, um es mal so zu sagen. Quintaro. Quintaro mustet sich durch. Quintaro verliert immer. Quintaro hat den Ball. Quintaro schießt übers Tor. 60% Ballbesitz für Real Madrid. 50% Ballbesitz für den FC Bayern München. 67 Minuten. Meine Neue jetzt mit langen Abschluss nach vorne. Gomez wieder natürlich versucht, den Ball zu kriegen. Aber Gustavo kann den Ball jetzt nehmen. Schweinsteiger, Ribéry. Ribéry gegen Ronaldo. Oben ist Alaba. Und Alaba passt zu Schweinsteiger. Alaba. Schweinsteiger, Groß, Robben, Lahm jetzt, Lahm zieht nach, Robben, Robben, Robben wird gefault und es gibt den Elfmeter, es gibt den Elfmeter mit dem FC Bayern München. Und es gibt Auswechslung, Higuan kommt für Benzema und Robben gegen Casillas. Robben, Robben trifft nicht, es trifft nur den Pfosten, Arjen Robben versemmelt es. Genauso wie der Elfmeter gegen Borussia Dortmund versemmelt hat. Da konnte Weinfeld behalten, jetzt Madrid mit Konterchancengelegenheit. Hagui, Khedira, Khedira immer noch Ballbesitz, Kaka. Xabi Alonso schießt von hinten, aber raus. Neuer. Mit kurzen Abschluss zu Bartstuber. Schweinsteiger. Alaba. Schweinsteiger. Ribéry. Und wieder Schweinsteiger gegen zwei. Gegen zwei auf den Flügel. Schweinsteiger flankt unten. Gomez schießt. Casillas hält. Bayern jetzt gegen Ende. Mit mehr Chancen. Aber sie kriegen ihn nicht wirklich. Das Tor. Größte Chance wahrscheinlich Robben, der den Elfmeter vergeben hat. Sowas macht er normalerweise. Sowas hat er jetzt nicht gemacht. Kaka versucht zu tricksen. Scheitert allerdings. Ribéry. Alaba. Groß. Schweinsteiger. Groß. Ribéry. Ribéry. Immer noch Ribéry. Auf den Flügel. Pass zu Schweinsteiger. Gomez, 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 Gomez und der Ball kommt nicht richtig an. Özil, Kaka und wieder Özil gegen Lahm. 82. Minute, gleich 83. Minute. Özil, Khedira. Özil, Kaka gegen Lahm. Und er verliert den Ball gegen Lahm. Es gibt ein. Genau 6-0 bei Bayern München. Toni Kroos wird den Platz verlassen. Und Usami kommt für ihn. Einwurf jetzt. Fabio Pendaro, Mesut Özil. Flank vorne ist Hagui. Khedira. Pepe. 85 Minuten. Schafft Madrid ein Last-Minute-Goal. Higuan. Xabi Alonso schießt von hinten übers Tor.
Neuer jetzt. Mit langen Abschluss. Wahrscheinlich. Vielleicht. Natürlich. Mit langem Abschluss in der 18. Minute. Gomez. Kriegt den Kopfball. Aber da steht keiner. Da steht keiner. Khedira. Ronaldo. Kaka. Ronaldo. Und jetzt wieder. Ronaldo wird von den Beinen geholt. Und es gibt den Freistoß. Ronaldo führt den Freistoß aus. 89 Minuten, fast 90 Minuten. Ronaldo schießt über den Kasten. Neuer mit Abstoß. Drei Minuten werden nachgespielt. Sergio Ramos, Xabi Alonso. Aber Xabi Alonso, Kraft Madrid, Eis Wunder. Oder wird Bayern torlos ins Finale? Higuain. Ronaldo. Verliert den Ball gegen Alaba, reklamiert, aber natürlich ein Foulspiel. Das war es allerdings nicht. Higuain. Ronaldo. Khedira. Kaka. Xabi Alonso schießt. Und das war's. Es ist aus. Die Bayern schaffen es torlos ins Finale. Dass daheim stattfinden wird. Meine Prognose endet 0:0. Das Spannendste war wohl wahrscheinlich den Elfmeter, den Arjen Robben vergibt. Das sichere 1:0 und damit hätte es gesamt 3:1 stehen können. So viel war es von meiner Seite aus hier. Wenn es euch gefallen hat, drückt den Daumen nach oben. Wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, abonniert mich gerne. Und ich hatte ja hier Gäste dabei gehabt, Chartos und Zero Light. Und schaut auch mal auf den Kanal von Zero Light mal gerne vorbei. Ihr kann auch was dazu noch gerne sagen, wenn er möchte. Ja, wäre nett, wenn ihr vorbeischaut. Und ich fand es eigentlich ziemlich unfair am Ende, wo das war eigentlich ein Foul anstatt ein Einwurf. Ja, so viel dann halt eben auch von ihm. Möchte vielleicht Status noch irgendwas dazu sagen? Vielleicht nichts Gemeines. Oder irgendwas Nettes. Weil ich kenne ihn ja schon sehr lange und ich weiß ja, er ist nicht so der Fußballfan, ne? Ja, also, was soll ich dazu sagen? Ich kann nichts wirklich dazu sagen. Ich bin kein großer Fußballfan. Aber ich habe schon schlimmere Sachen erlebt und ich denke, da gab es jetzt kaum etwas. Ein paar Sachen waren schon übertrieben. Der eine macht nur einen Pass nach vorne und fliegt dann auf einmal 20 Meter quer über den Platz von einem Pass, da denke ich schon, was hat der denn jetzt wieder gemacht, aber ansonsten ist eigentlich gar nichts. Ja, das ist halt eben die FIFA Engine. Jedenfalls schreibt auch noch was in den Kommentaren, wie ich hoffe, wir sehen uns dann in meiner nächsten Prognose wieder. Von mir war es das in dem Sinne. Tschüssi!